Und mal gucken, ob wir rausfinden, warum Jan die so geil findet. Ein kleines Loch. Und wir fanden es doch. Moinsen, Samstag, 9. März. Es gibt mal wieder Frühstück und guck mal da. Oh. Baby, warum bist du denn hier draußen? Ey. Du bist ja ein Feini, ne? Komm, geh mal wieder zu Mama. Geh mal wieder zu Mama. Wer guckt dir so? Mama hat keine Zeit, Mama muss fressen, ne? Ja, erstaunlicherweise ist das eine Ziege von Waliser Schwarzhalsziege. Und er ist der Vetter. Der kann er auch nicht bestreiten. Oh Mann, ehrlich. Sodom und Gomorra. So, komm, geh mal wieder nach Hause. Komm. Schlüpf durch. Such Mama. So eine Süße. Ja, ich bring dich rüber. Gewöhn dich nicht dran. So. Ja. Nein, du sollst da bleiben. Mädchen. Ja, das schafft's einen. Sonntag, 10. März. Familienausflug zu Fricke. Ach, Alter, wenn die Motoren nicht so scheiße wären, ne? Also wirklich schöne Schlepper. Ist der offen? Jo. Einmal raufklipschen hier. Also das wäre ja genau mein Format. Aber die Motoren bei den 800ern, das ist einfach nicht so geil, ne? Der knapp 6000 Stunden. Ja, könnte mich an gewöhnen. So, die Kinder haben Geschmack, die haben sich diesen ausgesucht. Der hat irgendwie fast 14.000 Stunden. Das ist natürlich, ja, aber Leistung, ne? Und besserer Motor. Aber das ist schon ziemlich runtergerockt, die Höhle. Alter Schwede. Ja, ja, nee, für uns ein bisschen was zu alt. Können wir mal aufs Schild gucken. Moment. So, Baujahr 2008, 260 PS und hat wie viele Stunden? Wo sind die Stunden? Da, 13.229 Stunden. Ja. Oh Jens, wie wär's damit? Ja. Jasper läuft zu den Kartoffelrodern. Das ist doch gar nicht so das schlechteste Zeichen. Oh Mann. Oh, Separatisten gibt's auch. Was meint ihr? 810er Axion, 5688 Stunden, Baujahr 2016, für schlanke 69.500. Und mal gucken, ob wir rausfinden, warum Jan die so geil findet. Das schließt sich mir noch nicht, aber es kann ja, heißt ja nichts, ne? Ja. Es wäre natürlich eine PS-Euro-Verhältnis günstige Riebmaschine, ne? Wenn sowas was taucht, was ich nicht weiß. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt noch nie mitgearbeitet. Ich glaube, ich muss Jan mal besuchen. Geh doch. Jalla. So. Ah, hui, Moinsen. Montag, 11. März. Ich, unschwer zu erkennen, ne? Bin im Büro, pack Bestellung, vielen Dank für eure Bestellung und hab dann nachher noch einen Physiotermin, da fahre ich schnell hin. Vater und Jens fangen jetzt gleich an, weiter Kartoffeln sortieren, dann mache ich mit Jens heute Nachmittag damit weiter und dann haben wir hoffentlich zum Feierabend heute die meisten Kartoffeln durch. Die meisten haben wir dann wohl durch. Wetter, Regen ist für heute fast abgesagt, soll jetzt morgen kommen. Morgen wollen wir aber eigentlich auch wieder Gülle fahren. So, irgendwie ist das alles nicht so ganz geil. Mal gucken, wir werden sehen, wie es geht. Das zur Info und die Action beginnt für euch dann gleich wieder. Ich habe noch ein bisschen Büro. Gleich.
So, ich habe den Ast abgemacht. Na, jetzt kann man also bleiben. Also noch mehr mache ich da jetzt nicht. Dann kriegt er nachher noch mal Wasser und dann muss er so funktionieren. Hoffentlich. Jo. Läuft. Müllabfuhr war auch da. Mittag ist durch. Jens kommt gleich wieder und dann geht's Kartoffel sortieren. Auf dem Rückweg von der Physio. Ja, der ist leer. Ach, komm schon. So, auf dem Rückweg von der Physio war ich auch noch mal eben woanders rambremsen. Hab mich auch mal zurückschneiden lassen. Frisch, damit der Frühling jetzt auch kommt. Null. Ihr habt gesagt, man muss obenrum viel abschneiden, damit du untenrum sprießt. Oh, das war jetzt schmutzig. Ich habe auf dem 818 noch irgendwo, da hinten ist der 818, da habe ich noch was zu trinken. Dann hole ich mir noch mal einen und dann kann er gleich losgehen. Oh. Beides voll. Gibt es hier eigentlich einen Getränkehalter? Habe ich noch gar nicht gecheckt. Anscheinend irgendwie nicht, ne? Ja. Da können wir ja gleich schon mal die Kisten wegnehmen. Nein, erstmal Licht. Licht. So, dann werde ich mal gucken, wo Vater das gestapelt hat. Und dann geht es gleich los. Neues, guck mal da. Geil, ne? So, Feierabend. Ja, Ronja, was ist los? Warum musst du dich denn da verstecken? Hä? Ja, gibt was zu fressen. Und wir sehen uns morgen. Hui. Dienstag. März. Warte kurz. 12. 12. März. Gegen 8 wird das Güllefahren weitergehen. Erstmal hier hinten. Ich will jetzt nochmal eben den 818 nach vorne holen und Zuchtmaul schon mal abbauen. Den 6 Meter Grubber holen, der steht beim Nachbarn. Sehe ich gerade da hinten. Dass wir es einarbeiten können und dass auch jemand da ist, falls sie sich nochmal festfahren sollten, dass wir das rausziehen können. Dann müssen wir heute noch Kartoffeln sortieren. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass wir es heute fertig kriegen, aber ich glaube, das klappt nicht ganz. Wahrscheinlich brauchen wir noch einen halben Tag oder so, mal gucken. Und dann muss der LKW, den müssen wir gleich noch zur Werkstatt bringen. Der hat morgen TÜV-Termin. Ja, Waschstraße klappt jetzt vorher nicht mehr.
Aber ist auch nicht so schlimm, da können wir immer noch mal hinfahren. TÜV. Was noch? Ja, das ist erstmal soweit alles, ne? So, und hier müsste das Zugmaul ja noch dran sein. Ja, den nehmen wir eben mit nach vorne zur Werkstatt. Zugmaul raus. Und dann trinken wir Jens und ich gleich nochmal einen schnellen Kaffee und dann geht es los. Sonntag noch vom Klaas erzählt und dass ich Jan besuchen muss. Jetzt steht hier einer auf dem Hof. Gucken wir uns nochmal genauer an, ne? Jo. LKW hat heute ja, ja, bringen wir heute in die Werkstatt. Ich will den noch mal ein bisschen überwaschen, der hat ja morgen TÜV-Termin, LKW und Auflieger. Auflieger ist zwar eigentlich noch nicht dran, aber dann haben wir das alles in einem Abwasch. Kriegt er beides dann im März und dann auch SP dann wieder im, ich glaube, August. Jetzt. Egal, auf jeden Fall haben wir das immer in einmal, dann brauchen wir nicht zweimal hinfahren oder viermal in dem Sinne im Jahr. Das wollte ich jetzt, also Wasser andrehen und hier nochmal zeigen, aber es hat Sven bestimmt schon gemacht. Die sind jetzt auch hier auf dem Hof, die dürfen ihre Fahrzeuge hier parken, bauen da hinten in Wurzdorf ein Regenrückhaltebecken und da wird ja jede Menge Sand rausgefahren, hat Sven auch schon mal erzählt. Ja, und die sind hier und dürfen hier ihre Fahrzeuge abstellen, ist ja auch gut. Schiene sicherer, als wenn man die da irgendwo auf dem Feld stehen lässt. So, und ich gehe mal Wasser andrehen und dann ein bisschen waschen. Ja, und ja, wir wollten ihn eigentlich... falscher Hebel. Wir wollten den LKW ja eigentlich in die Waschanlage schicken. Aber da ist irgendwie gerade keine Zeit für. Vorher gewesen, weil wir noch am Kartoffeln sortieren sind hätten für die Pflanzkartoffeln. Die müssen einmal eine durchgejagt werden, noch ein bisschen Gammel rausnehmen und Schmutz und sowas alles. Deswegen... noch mal wieder einmal von Hand und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann, wenn dann die Kartoffeln drin sind und wir dann wieder ein bisschen mehr Ruhe haben, dann kommt der einmal durch die Waschanlage. Möchte Sven gerne einmal, soll er kriegen. Viel Schmutz ist ja auch nicht dran, das ist, naja gut, die Felgen, die kann ich mal machen, ne? Aber es geht ja noch. Ist ja auch nur ein bisschen Straßenschmutz und kein Acker. Ja, ist kaputt. War mein Fehler, bin ich gegen eine Kartoffelkiste gefahren, so ein Ärger. Aber da waren die Scheiben noch vereist, da wollte ich die nur einfach in die Sonne fahren, so ein bisschen und dann... Naja, das können die auch mit fertig machen, dann... Lässt sich nicht vermeiden, ist leider so. Hängt er da im Vorgewende.
kleines Loch. Und wir fanden es doch. Hier einfach liegen lassen, das ist vorgewendet. Egal. Nein. Brauche ich auch nicht rein. Einmal rückwärts ran. Gut, dass ich gleich zu Anfang hier war. Meine Güte. Aber hier sieht das auch nass aus, aber hier ist das kein Problem. Das ist wirklich jetzt auf diesem Schlag. Da ist noch so eine Senke auf der linken Seite. Also Senke, ein bisschen dunkler. Aber ansonsten muss das jetzt hier easy peasy durchgehen. Wir fahren dann gleich, Jens meldet sich, wenn es losgeht mit dem LKW los, zur Werkstatt, dass wir den morgen TÜV'en können. Heute noch einmal durchdrucken. Und dann müsste Vater eigentlich gegen 9, Viertel nach 9 zurück sein von seinem Termin. Dann kann er mit dem Grubber weiter losfahren und Jens und ich machen die Kartoffeln fertig. Und wenn wir uns richtig sputen, dann müssen wir fast alles heute schaffen. Morgen den Rest, Donnerstag haben wir keinen Strom. Donnerstag ist nichts mit Kartoffeln sortieren. Da wird der Zählerschrank umgebaut. Ja. Und dann läuft sich das so langsam zurecht. Wir arbeiten uns jetzt so von Schlag zu Schlag. Überall, wo es geht, machen wir schon mal fertig. Wir wollen jetzt auch nicht zu nervös werden. Siehst du, was mir noch einfällt? Das machen wir gleich, wenn wir umgedreht sind. Zeige ich da mal einfach mal rum in die Richtung. Aber der zieht natürlich jetzt mit dem Gestänge deutlich leichter als mit der Scheibenecke. Ne? Bevor wir jetzt noch, wer weiß wie lange warten, dann fahren wir lieber eben mit dem Grubber hinterher und kratzen die Gülle ein bisschen ein. Sonst wird das nachher alles dann doch, dann wird es wirklich zu stressig, wenn wir das alles noch abwarten. So, da an der Straßenseite, da wollen wir eigentlich jetzt noch, ja, entweder heute oder morgen früh noch eben 2 Hektar bummelig pflügen und dann sollen da Kartoffeln reinmorgen eigentlich. Wollen wir 2 Hektar so ein bisschen spielen, ein bisschen früher. Das sind keine Frühkartoffeln in dem Sinne. Also da soll kein Vlies drauf, aber no risk, no fun. Wir wollen das mal ausprobieren mit 2 Hektar, dass wir im August, wenn das was Gescheites wird und die Preise halbwegs mitspielen, dass wir im August schon mal ein bisschen Umsatz machen können und die 2 Hektar schon mal verkaufen können. Das wäre so der Plan. Mal schauen, ob das alles hinhaut. Wenn das hinhaut, dann haben wir morgen einen Kartoffelpflanzer zum Filmen. Das wäre ja mal was, ne?
mir die Zeit rennt. So, jetzt mal weiter sortieren. Aber Ina hat angefangen, Eis zu machen heute Morgen. Da müssen wir ja mal eben abschmecken, noch schnell vorher. Ab dem Wochenende ist wieder Eis im Automaten im Hofladen. Yippie-yay-yay. Ich weiß nicht, wie viele Sorten Ina jetzt schafft heute und morgen, aber auf jeden Fall gibt es wieder welches. Das hier Stracciatella, Vanille hatte sie schon gemacht, habe ich gesehen. Ja. Ah, fein. Jens! Problem! Grandere Probleme, wir müssen Eis essen. Ja, oh. Nützt alles nichts, ne? Ja, hilft ja nichts. Oh. Mahlzeit.
Mittag ist durch und die Glasschlepper, die vermehren sich hier. Jetzt haben wir schon zwei große Axiomen auf dem Hof. Dschungel. Mit ganz viel Glück schaffen wir heute sogar alles. Mal gucken. Jetzt haben wir es 13:42. Naja, mal schauen. Letzte Kiste. Geigomat. Die drehen wir noch rein und dann müssen wir nur noch fertige wegfahren und den Bunker leer laufen lassen. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann war es das mit Sortieren bis zum Herbst. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es das dann war bis zum Herbst.
Ja, da wollen wir mal sehen, wie die neuen Hackschnitzel schmecken, ne? Sehen aber ja lecker aus. Passt. So, bevor wir Feierabend machen, ganz kurz nochmal eben. 724 Profi Plus, Axion 29, Axion 29. Büffels. Büffel. Schön. Und fette Mullenkipper, Sporthydraulik, K50, Zwangslenkung, drei Achsen. Die Geräte. Hui, Moinsen, Mittwoch, 13. März. Jens ist hier fleißig am Saubermachen und dann haben wir beim Kisten hin und her löffeln. Vater hat heute Morgen die Kisten von draußen nach rein drin gefahren. Haben wir festgestellt, fuck, da sind noch drei, die wir noch sortieren müssen. Das machen wir gleich nochmal eben. Wir lassen jetzt den Dreck runterlaufen. Dann drehen wir die Kisten rein. Bringen das alles nochmal in Gang und sortieren den Bombs nochmal eben durch. Ja, alles wieder hinstellen. Ja, 10 Minuten ist das fertig, aber hilft ja nichts. Die müssen nochmal einmal eben rüber. Die standen hinter den Fontanen, sagte Vater, ne? Ja, das schon versteckt. Ja, ne? Ganz toll. Gut, ja, aber egal. Kriegen wir auch noch fertig, Geschisse. Ja. Aber was Jens hier für einen Dreck rausgepult hat. Und da haben wir nämlich eben schon festgestellt, warte mal. Hier fehlt nämlich, auf der Seite ist hier so ein schöner Lappen. Da, der da. Und hier ist sowas nicht. So, dann setze ich das da immer komplett dicht. Da hast du alles rausgekratzt schon. Ne? Das ist das, was da unten liegt. Das ist irgendwie suboptimal. Und hier war das alles in dem Blech. Da sitzt normalerweise so ein Blech, das hat Jens eben rausgenommen. Ja, hier ist so ein Blech. Das geht bis hier oben hoch. Da liegt das Laken oben drauf. Und das hat sich dann nach und nach mit Sand vollgeschlunzt und dann das Laken hochgezogen. Da hat sich so ein richtiger Sack gebildet sozusagen, da war ordentlich Schmutz drin. Das, ja, und das ist der ganze Dreck, ne? Also das ist gewaltig. Und wenn man das nicht rausnimmt, dann fängt das ja immer an zu gammeln und das ist ja nicht schön für die Maschine. Ja, da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das mit dem Lappen hier, meint das Blech, okay, da muss zwischendurch mal runter, ja, sauber machen. Aber das da, das ist noch nicht so geil. Da müssen wir noch irgendwie mal gucken. Aber jetzt machen wir erstmal eben die letzten, was ist das hier, 4 Tonnen oder was, Kartoffeln fertig. So, Jens fährt die Dreckkiste noch eben wieder runter und ich wollte euch noch zeigen, das wollte ich gestern schon euch vergessen und da habe ich die Maschine schon aus, gedacht, egal, wie viele Kisten wir jetzt mit dem hier, seitdem wir den haben, also seit letztem Jahr gefüllt haben, Ernte 23, 1000, kann man das sehen, da 1211 Kisten hat der jetzt gemacht, 134,2 Stunden, ja, das ist es, also der hat schon ein bisschen was gerissen bei uns. So, jetzt müssen wir die Seiten wieder hochfahren. Andere Seite auch. So, und dann können da gleich die Kisten runter. Gleich sind sie weg. So, Jens eben wieder zur Werkstatt gebracht, der LKW ist schon fertig. TÜV ist frisch beim Auflieger und beim LKW selber. Der Auflieger wäre noch nicht dran gewesen, der wäre eigentlich, habe ich das schon erzählt? Oder wollte ich das nur erzählen? Ich erzähle es halt doppelt. Den Auflieger wollten wir, der wäre noch nicht dran gewesen eigentlich, der wäre im Juni fällig, aber wir wollten es gerne gleich ziehen. Dass wir hier nicht noch 12 Mal hin müssen. Wir müssen im halben Jahr sowieso wieder zur, wie heißt es? Bremsprüfung, ne? Wie heißt der Scheiß? Ihr wisst, was ich meine. Müssen wir sowieso im halben Jahr wieder hin. Aber dann nochmal und nochmal und nochmal, das ist alles Kacke. Jetzt haben wir TÜV gleich. Da wissen wir, wann wir wieder hin müssen. Alles gleich und dann ist schön. So, jetzt habe ich schon wieder zu viel gesammelt. Der Kacke, Akku ist alle. Gleich mal einen neuen reinstopfen. Bis gleich. LKW
LKW haben wir jetzt auch abgeholt. Sven hatte mich da vorhin hingebracht. TÜV hat er. Der Blinker ist auch wieder heile, auch wieder dran. Mal gucken, wie lange das hält. So, spannend. Ja. Wird schon gehen. So, TÜV haben sie beide gekriegt. Ich denke mal, der nächste Weg wird dann wieder zur SP sein. Wir werden ja vorher eigentlich nicht viel zu fahren haben. Mal gucken. Höchstens mal eine Bewegungsfahrt oder sowas, dass man mal so ein bisschen die Sachen in der Gänge hält hier. So, abgeschlossen ist er. Und dann geht das gleich irgendwo weiter. Mal gucken. Also, wir brauchen auf der Weide wieder Wasser. Kein Bock mehr zu schleppen oder zu fahren. Jetzt habe ich die Pumpe wieder hergeholt. Und es hat mich angespuckt. Warum? Weil ich nicht gemerkt habe, dass eine Dichtung fehlt. Ich habe aber noch eine gefunden. Also pummeln wir jetzt hier die verhühnerte Dichtung irgendwie rein. Wieder zusammenklemmen und dann hoffen, dass das nicht noch wieder 1000 Ecken rauspisst hier. Der scheiß Dreck. So, warte mal. Da vielleicht. Oh, keine Ahnung. Komm schon. Ich komm so an nix ran. Das Dach ist ja toll, aber auch nur so lange, wie man da nicht ran muss. So. Komm schon. Na, ist das zu lose denn oder geht das? Versuch mal klug. Wenn das ohne Zange geht, ist das kein gutes Zeichen, oder? Ausprobieren. Schlag. So, ich habe den Druck ziemlich runtergenommen. Wir probieren das erstmal aus und mal gucken, wie viel Wasser rauskommt, sonst drehen wir das noch ein bisschen höher wieder. Oh, das scheint zu gehen. Schauen wir mal. Läuft der Laden. Hat Wasser gefunden. Ja, toll. Jo. Guck an, hier pisst auch nichts raus. Das ist toll. Ja. So, denn das Wasser pisst nicht und wir verpissen uns. Ja. Zumindest aus diesem Block. Ja, okay. Der Block ist zu Ende. Ja. Das ist jetzt Schluss. Kopiere gleich und dann feiern. Ja. Aus die Maus. Aus die Maus. Action wahrscheinlich Freitag wieder, dafür auch doppelt. Dann wollen wir mal richtig Rohr verlegen. Ja, wollen wir. Ja, Freitag Rohr verlegen. Ein paar mehr Rohre verlegen. Okay. Ja. Kacke ballern. Kacke ballern. Freitag. Nicht heute. Morgen auch nicht. Tut das Not, dass das Moped so laut ist. Also, das soll es gewesen sein. Ja. Glocke, Abo, alles und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Genau, jo. Dankeschön, reinhauen. Bis dann. Fizzing. Toll. Aber vorhin, ach, das habe ich gleich gezeigt. Willi war ausgebrochen, der war hier auf Eselweide. Weißt du, wie der da hingekommen ist? Nee, ich bin mal einmal rumgegangen. Was sagst du? Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich einen Zaun aufgemacht, ist einmal rumgegangen. Ja, oder die Pforte. Ja. Die alte Natter. Der ist ja auch nicht wieder rausgekommen. Ich muss ihm die Pforte aufmachen zum Rausgehen. Junge, 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 Junge.